Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Long Dark. Wir werden ordentlich schnabulieren und dann gehen wir weiter. Bin ich irgendwo? Ja, so ein halbes Kilo, das ist jetzt genau das Richtige. Das werden wir los. Dann trinken wir auch noch ein Schlückchen. Alles klar. Dann können wir vollbeladen zurückgehen. Jetzt müssen wir rechts rum. Und finden dort dann auch hoffentlich die Blaupausen am nächsten Morgen. Schön wär's. Es ist jetzt schon wieder arschenskalt. Das heißt, wir müssen wieder aufpassen. Wir müssen wieder Holz mitnehmen. Und ich weiß gar nicht, wo die Blaupausen gewesen sein sollen. Ich habe mich dort ja, denke ich, am Tag relativ gut umgesehen. So, wir müssen jetzt mal gucken. Wir kommen jetzt wahrscheinlich irgendwie von da. Oder? Wartet mal. Wo war denn hier der Jägerstand? Ja. Wir sind dann hier so runtergekommen. Das heißt, wir müssen... Ja. Jetzt hier irgendwo rechts gehen und dann da gucken, dass wir da irgendwie so rechts entlang kommen. Komplett rechts halten hier. Mal sehen, ob das klappt. Und ich glaube, das hat nicht geklappt das letzte Mal. Wir mussten dann hier irgendwie so Inselhopping betreiben. Glaube ich, aber naja, wir werden es sehen. Wir werden uns jetzt erstmal schön rechts halten. Und eventuell sollte ich die Chance doch gleich wieder nutzen, hier nochmal das Gestrüpp mitzunehmen. Denn so wie es aussieht, werden wir gleich wieder das nächste Feuer machen müssen. Zwangsweise. Habe ich ja echt viel Lust drauf. Ich bin ein bisschen paranoid, deshalb sehe ich mich gerade so um. Denn irgendwo hier ist ja doch auch der Bär unterwegs. Und ja. Ich möchte ihm nicht begegnen. Das muss im Moment nun wirklich nicht sein. Würden wir hier so irgendwie hochkommen? Alter Falter. Achso, ich habe ja kein GPS. Irgendwie versuche ich es immer wieder aufs Neue zu gucken. Wo wir sind, um irgendwie unsere Position zu bestimmen. Aber man muss ehrlich sein. Es geht in The Long Dark echt schlecht. So, das ist doch eigentlich gut. Ich denke, dass wir hier oben rumkommen könnten. Boah, wir werden jetzt gleich ein Feuer machen müssen. Ja, wir machen folgendes. Wir hauen jetzt hier einfach mal Feuer hin. Das nächste. Und dann nehmen wir währenddessen hier schon mal den Tannenzweig oder was auch immer das ist auseinander. Hallo? Ey, manchmal, ne? So, wir müssen weiter, ja. Hier ist es zu windig, um Feuer zu machen, hat er gerade gesagt. Aber ich nehme doch... Genau. So, wir nehmen währenddessen einfach mal so den Zedernast auseinander. Und sieh mal einer an. Uns ist dadurch sogar warm geworden. Wir können hier dann nochmal irgendwie... Einmal Wolfgarn. Das ist schön. Und ich denke, wir können jetzt auch weitergehen. Wie schleppen wir eigentlich? Will ich es wissen? Will ich es wirklich wissen? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. So, die nächsten Wölfe, die wir sehen, werden wir jetzt wohl erschießen müssen. Ansonsten machen die uns, glaube ich, kalt. Und da bin ich im Moment nicht sonderlich scharf drauf. So, wir werden uns hier am Rand auch entlanghangeln. Eventuell kommen wir da über diesen Baumstamm rüber. Das wäre super. Hier oben scheint es nämlich ansatzweise sicher zu sein. Es ist halt weiterhin arschenskalt. Wir sind relativ schnell auch erschöpft. Auch nicht so gut. Jep, dieser umgestürzte Baum sollte uns hier oben rüberführen.
Und ich kann mich noch erinnern, dass es irgendwie unten Probleme gab mit dem Tragkraft des Eises. Yay. Kann man sich also doch hier am Rand entlanghangeln? Das schau einer an. Hätte ich das nur das erste Mal gewusst. Das wäre super gewesen. Es könnte übrigens sein, dass die Folge heute ein bisschen kürzer ist, weil ich gleich noch Besuch bekomme und dann würde ich die Aufnahme quasi an dieser Stelle beenden. Nur mal so als Hinweis. Also nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich dann jetzt irgendwie so 10 Minuten sage, oh Gott, ich muss jetzt weg. Und dann war es plötzlich nur eine 15-minütige Episode. Was ja, um ehrlich zu sein, eine relativ gute Abwechslung wäre. Da unten ist der fiese Bär. Denn meine Folgen sind schon echt verdammt lang. Da unten sehe ich doch auch schon, ja, da kommen wir richtig gut hin. Das sollte kein Problem werden. Da ist das ganze Zeug. Wir müssen halt nur gucken, dass der Bär uns nicht auf den Sack geht. Wenn der uns nicht frisst, dann sind wir erstmal safe. Ich sehe es schon kommen, dass wir gleich wieder ein Feuer machen müssen. Können wir uns nochmal irgendwie hier hinlegen? Ja, ne? Ja, und zur Not könnten wir uns ja auch noch so einen Unterschlupf bauen. Das passt schon, wir haben ja das ganze Zeug für. Da vorne ist natürlich wieder ein Wolf. Wir müssen da vorbei. Das heißt, wir werden eventuell den Wolf erschießen müssen. Falls wir uns hier nicht so richtig hinten rum schlingen. Es wird schwierig. Aber vielleicht hatten wir Glück und er will das Reh essen. Tja, lieber Wolf. Willst du das Reh essen? Was ist hier schon wieder? Das sieht mir schon wieder nach so einer Höhle aus. Und da unten sind noch ein paar Pilze. Ist der Wolf hinter ihm her? Nein. Ja, ich sehe es ja schon, dass es echt arschkalt ist. Ist ja gut. Wir suchen uns jetzt erstmal hier so die Höhle. Dann werden wir da erstmal so einen Moment Pause machen. Kleines Feuer geht immer. Und eventuell ist da sogar noch was drin für uns. Sieht jetzt aber irgendwie nicht danach aus. Ach doch, das ist, glaube ich, Kohle, oder? Ist das Kohle? Wenn ja, dann nehme ich die Kohle jetzt einfach mal noch mit. Steine oder Kohle? Kohle! Es ist Kohle. Okay, jetzt können wir gleich gar nichts mehr tragen. Wir müssen erneut ein Feuer machen. Das verwenden wir, jawohl. Und dann hauen wir da noch einmal so einen Zedernast rein. Und kümmern noch mehr Wolfgarn. Klappt gut, ne? Klappt wirklich gut im Moment. Das Doofe ist ja, dass unser Feuerstall dabei kaputt geht. Ich hätte am liebsten tatsächlich Streichhölzer mehr mitgenommen, aber irgendwie, ja, das habe ich wohl versemmelt. Ich ging ehrlich gesagt auch davon aus, dass wir richtig viel Zeug finden werden im Bunker. Aber ja. War nicht ganz so. Ja. Alright. Sehr gut. Dann machen wir hier doch noch mal ein bisschen was.
Ja, dann ist wenigstens schon mal der ganze Wolf weggegart. So, uns wird warm, das ist sehr schön. Hm. Das ist schon mal gut. Trinken wir auch noch ein bisschen. Okay. Alles klar, das sieht gut aus. Hm. Gut, 10 Minuten weg jetzt, um die Folge zu beenden, schon ein bisschen kurz. Deshalb mache ich das jetzt mal noch nicht, aber... Ja. Wir gehen noch einen Ticken näher ran. Und es sollte gleich wieder richtig warm sein. Sodass wir wieder lostigern können. So, ich glaube, das reicht. Wir sind erstmal wieder weg. Wir können nicht mehr rennen. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Moment so gut ist, aber... Ja, wir können nicht mehr rennen. So in etwa diese Schräge, wenn wir jetzt hier gehen würden, sollte es klappen. Und, oh, da hinten sind nochmal so Äste. Und dann sollten wir wirklich runter zu diesem Hof kommen. Eventuell müssen wir wirklich dort erst alle Wölfe wegkillen. Wäre ein bisschen doof, aber... So, der ist erstmal beschäftigt, das finde ich gut. Können wir gucken, ob wir da jetzt irgendwie hier so dazwischen runterkommen. Zur Not werden wir ihn einfach töten. Vielleicht nochmal nachlegen. Ich will dir dein Essen schon nicht wegnehmen, ist deins. Ich brauche im Moment nicht so viel. Gucken wir mal, ob wir hier runterkommen würden. Nö. Wir müssen hier zwangsweise an diesem Arsch vorbei. Ja, der wird uns wahrscheinlich echt angreifen. Wollen wir präventiv schießen? Oh Gott, da ist ja noch ein Wolf. So, der ignoriert uns. Der hat jetzt erstmal... Shit. So viel dazu. Das war jetzt etwas doof. Da wollte ich mich jetzt zu sehr rumtricksen. So, wir müssen nachsehen, was wir jetzt brauchen. Ja, wir gönnen uns jetzt erstmal Schmerzmittel, alles klar. Wo haben wir das denn? Das verfällt früher, das verfällt früher. Wir nehmen das. Okay, dann müssen wir jetzt eben hier so entlang kraxeln. Shit. So war das nicht geplant. Ich hoffe, dass der jetzt hier nicht sagen wird, zu dünnes Eis, weil sonst, ja. Sonst hängen wir hier quasi fest. Wir hängen fest. Ist da vorne auch dünnes Eis? Ja. Das haben wir jetzt voll vergeigt. Okay, ich glaube aber, wir können da vorne irgendwie rumkommen. Es wird halt nur noch länger dauern. Shit. Ich hoffe, dass ich da drüben hinkomme. Das ist jetzt richtig mies gelaufen. Wahrscheinlich sagt er hier gleich auch dünnes Eis. Nee. Jetzt verstauchen wir uns natürlich auch noch was. Das macht echt Spaß hier. Ich glaube, da haben die echt nicht dran gedacht. Dass man einfach auch so doof sein kann und runterfahren kann. Jo, liebe Macher, ihr habt's gesehen. Ich kann das. So, wir werden gleich nochmal einen Blick darauf werfen, auf unseren Gesundheitszustand. Was hier los ist und ja. So. Was brauchen wir denn nun? Verstauchter Knöchel, ja.
Jetzt müssen wir natürlich nochmal dieses ganze schöne Schmerzmittel hier dafür aufbrauchen. Ja, ganz toll. Was ein Mist. Und hier kommen wir nicht mehr hoch, oder? Hm. Ich glaube es nicht, aber... ich werde es einfach mal probieren. Vielleicht kommen wir hier doch hoch. Eventuell, wenn wir jetzt hier immer schön schräg gehen. Nee. Keine Chance. Das habe ich jetzt richtig verkackt. Gut, wir müssen jetzt Stöcke sammeln. Wir werden uns hier wahrscheinlich, ja, irgendwie was bauen müssen. Wieder so eine Schneehütte. Das ist jetzt echt richtig mies gelaufen. Gut, zumindest haben wir genügend, aber wirklich genügend Stoff dabei, sodass wir hier ständig Schneehütten bauen können. Und da, das da drüben noch, und dann ist hier irgendwo bestimmt nochmal so ein Ding, und dann ist die Sache erledigt, was die Schneehütte betrifft. Super. Wenn jetzt hier noch irgendwo ein einzelner Stock rumliegen würde, greatly appreciated. Ja. Nein. Aber es ist nicht mehr so schlimm vom Wetter her. Wir werden das jetzt nicht nochmal nehmen, denn ich habe das jetzt schon so oft verwendet. Es ist schon etwas angeschlagen. Okay. Wir jetzt auch, weil wir super viel tragen müssen. So, wie kommen wir hier weiter? Ich glaube, wir müssen hier wahrscheinlich rüber. Kennt's doch, wird jetzt gleich wieder sagen, dünnes Eis. Ja, oder, ne? Wer hätte es denn gedacht? Jetzt ist es natürlich auch noch neblig, wo man super easy die Orientierung verlieren kann. Ich habe echt Glück. Bist schon so nah dran, feste Runde. Ja. Wobei ich es eigentlich wissen müsste, ich bin ja hier schon mal rumgelatscht. Ja, das Wetter ist auch halt echt für den Arsch, ne? Gut, wir machen folgendes, wir werden da vorne einfach mal so eine Hütte bauen. Wir werden es ja hier so rüber schaffen und dann dahin. Und dann bauen wir dort die Hütte. Und dann werde ich wahrscheinlich auch die Folge beenden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt wirklich so lange brauchen und dann noch nicht mal da sind. Mein Ziel war es eigentlich für die jetzige Folge tatsächlich hinzukommen. Und ich hätte gerne die Blaupausen gefunden und dann wäre ich auch wieder abgedampft. Nur ich möchte die halt gerne haben. Du weißt ja nicht, was die späteren Episoden quasi noch bringen. Andererseits wollte ich sowieso nochmal privat spielen. Weil ich ja von der alten Frau irgendwie die Missionen auch nicht alle gemacht habe. Und wollte die nochmal nachholen. Vielleicht sollte ich das so machen. Aber dann entgeht euch vielleicht auch irgendwie was, wo man es findet vor allem. Hm. Ja. Ich werde trotzdem dort vorne erstmal so ein Häuschen hinbauen. Irgendwo da oben auf dem Hügel. Kann man vielleicht auch weiter sehen irgendwie hier?
Eher nicht so. Aber man dürfte das Ding dann einfach von aus weiterer Entfernung sehen können. Deshalb werde ich das jetzt einfach hier so. Da baue ich das hin. Bauen wir das mal schnell. Sind wir sogar leichter geworden. Dann können wir noch ein bisschen was wegfuttern. Ja, ich weiß doch, du musst viel tragen. Wer viel trägt, der muss viel essen. Essen wir das sogar nochmal ein so Ding nach. Trinken wir noch was. Dann würde ich sagen, werden wir auf alle Fälle warten, bis der Nebel weg ist. Denn sonst verirre ich mich hier nur wieder. Das hatten wir jetzt ja auch schon. Wir verwenden hier die Schneehütte. Und werden jetzt auch erstmal schlafen. Halt. Das wollte ich gar nicht tun. Das wollte ich machen. Zwar werden wir jetzt erstmal so 3 Stunden schlafen. Und ich verabschiede mich dann damit auch gleich mal aus der jetzigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.